Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich hol mir erstmal eine Quest ab. Und zwar der Feldforschungsdurchbruch. Hab die Zeit mal vorgespult, damit ich das holen kann für das Video heute. Okay, den wollte ich nicht holen. Und zwar meinen letzten Arktos. Und danach kommt Relaxo. Viele dachten irgendwas Großartiges wegen dem Countdown. Moltres, Lavados, 3, Zapdos, 2. Und dann Arctic Uno, Arktos. Uno 1 und dann irgendein großer Knall, aber es wurde jetzt angekündigt, dass Relaxo kommt mit einer Legacy-Attacke und zwar Body Slam, was eigentlich ganz cool ist. Ich dachte eigentlich, den gibt es halt als allgemeine Quest, so wie es Tangela-Quest oder so gab, Ergodactyl-Quest. Da hätte ich die echt gerne gefarmt, aber so ist auch okay. Haben wir halt 4 Chancen auf den 100er Relaxo. 3 Sonderbonbon. Naja, wir hatten bisher nicht so viel Glück mit weder Arktos, noch Zapdos, noch Lavados. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Wenn nicht, dann vielleicht bei Relaxo. 12,56 oder so. Ja. Nee. Nicht mal annähernd. Das ist nicht mal mein bester. Ich hatte schon einen. Das war der bei, wo ich auf der Jobmesse war. Und den Kollegen Riad getroffen habe. Und da unseren Spaß hatten. Mit den ganzen Freigetränken und so und freiem Essen. Da habe ich glaube ich einen 12,33er gefangen, was bisher mein bester war. Aber selbst 12,33 ist nicht so top. Schreibt in den Kommentare, was euer bestes Arktos ist und ob ihr euch auf Relaxo freut oder ob ihr das eher leiden findet, weil ich meine, Relaxo ist cool und so, aber im Vergleich zu einem legendären ist das eigentlich nichts. Also ich freue mich, weil mir fehlt immer noch ein 100er, also. Also mir fehlt allgemein ein guter, ich habe nicht mal ein gutes Relaxo. Also, ich finde es ganz okay. So, AP und was? Ach so, okay. Ich denke mir schon was, 2 Werte auf 15, aber es war nur die zweite Bewertung. Naja. Das war's vom Arktos. Wie gesagt, schreibt eure Meinung zu Relaxo nächsten Monat in die Kommentare. Und ja, da können wir noch ein paar Sachen kurz besprechen. Erstmal hier habe ich mir eine zweite Powerbank geholt, weil einer im Chat immer fragt, welche Powerbank ich benutze. Jetzt sage ich es dir. Und zwar die OK oder Orki Powerbank. Ich hatte mal die weiße, also die ist leider schon im Arsch. Hatte ich jetzt über ein Jahr. Hat mich, war sehr treu, hat mich durch die ganzen Pokémon-Abenteuer begleitet, aber irgendwann war sie einfach im Arsch, wenn sie halt echt beinahe jeden Tag irgendwie verwendet wird, ist klar. Und das halt durchgehend, weil mein Handy ist so Schrott, das lädt kaum, wenn ich es anstecke. Das heißt, ich kann es nicht anstecken, laden und dann abstecken und dann ist eigentlich, wenn ich zocke, eigentlich im Dauerzustand angesteckt. Auf jeden Fall ist das die Powerbank, die ich benutze und ich habe sie mir einfach nochmal geholt. 2 für Dortmund. So sieht sie aus. Also das Teil verwende ich eh nicht. So, guck mal. Okay, wie mache ich das auf hier? Aha, okay. Nicht schlecht. Die Verpackung ist nicht schlecht, auch wenn ich sie nicht verwende. So, genau die habe ich. Habe ich mir einfach nochmal geholt. Weil ich echt zufrieden bin mit der. Und der Preis ist halt top, hat 20 Euro gekostet. Als die weiße kaputt gegangen ist, habe ich natürlich Ausschau gehalten nach. Boah, wie heißt die? Anker, genau, Anker. Habe ich gesehen. Und ja. Die sollen halt echt gut sein. Und der Preis soll gerechtfertigt sein, aber Alter, ich gehe jeden Tag zum Penny, weil ich auf den Preis achte. Ich bin halt ein Kanake, ich achte da auf den Preis und nehme lieber das zweite Markenprodukt oder gar kein Markenprodukt und dafür irgendeine Billigkopie. Solange es halt funktioniert, ist es mir egal. Ihr wisst es, manche kaufen halt die Billigchips, die Billig-Cola und genauso ist es mit der Powerbank. Habe ich auf Amazon gesehen, war direkt daneben. War im Angebot für 19,99 genauso viel Leistung. Da dachte ich mir, hey, halber Preis, kaufe ich mir lieber die. Und ich bin zufrieden mit der. Ich wollte jetzt dann wieder, also jetzt für die zweite, habe ich dann wieder geschaut, habe mir wieder überlegt, soll ich diesmal die Anker nehmen? Dann habe ich wieder die Preise gesehen und dann konnte ich wieder nicht widerstehen. Wieso soll ich doppelt so viel zahlen? Ich kaufe mir lieber 2 von denen für den Preis als eine Anker. Aber naja. Das war's für Powerbank. Und ja, was gibt's auch noch zu sagen? Ich werde dort sein. Viele fragen mich immer,
Wann werde ich dort sein? Wie lange? Wie lange beide Tage natürlich? Wann genau? Sage ich auch immer, klingt dumm, aber ich bin halt da, wenn ich da bin. Weil wann genau, weiß ich auch nicht. Zweithäufigste Frage, wo bin ich dann? Und dann sage ich auch immer, ich bin da, wo ich bin. Klingt auch dumm, aber es ist halt so. Ich kenne Dortmund nicht, ich kenne den Westfalenpark nicht. Ich weiß nicht, was dort passiert. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt durchlaufe. Ich weiß nicht, wie der Empfang dort sein wird. Ich weiß nicht, wo die Action ist. Dementsprechend kann ich das nicht vorhersagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, folgt mir auf Instagram. Schleichwerbung für meinen Instagram-Account. Da werde ich Stories posten und da werdet ihr auch sehen, falls ihr mir da folgt, wo ich gerade bin. Und da könnt ihr mich stalken und mich ansprechen. Thema ansprechen. Ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Es sei denn, ich esse gerade was oder ich bin auf dem Weg zur Toilette. Berühmte Geschichte von Oberhausen. Ich stand hier, Toilette war dort. Ich habe 45 Minuten gebraucht zur Toilette, weil ich auf dem Weg immer angesprochen wurde. Dementsprechend, abgesehen vom Essen und von der Toilette, könnt ihr mich jederzeit ansprechen. Wann genau das Ganze anfängt, weiß ich nicht. Ich bin einfach in der Früh da. Selbst wenn das Event noch nicht losgeht, kann man immer Pokémon fangen. Also ich bin da, wenn der Bus ankommt. Ich fahre ja Freitagnacht los, von hier in München. Der Bus fährt die ganze Nacht durch, ich penne einfach im Bus und dann komme ich irgendwann in der Früh an. Frühstücke irgendwo und dann direkt zum Park. Und dann, falls ihr auch da seid, können wir bereits davor chillen. Also es soll irgendwann so um 9 oder 10 anfangen, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Aber mir ist eigentlich egal, ich bin halt da, wenn ich da bin. Und dann soll es auch irgendwann am Abend 7, 8 oder 9 wieder aufhören. Und dann, also das Event läuft nicht die 2 Tage durch. Also ihr könnt nicht einfach durchmachen. Also ihr könnt schon, aber am Abend ist halt Schluss. Ich nehme mal an, die Spawns hören dann auf. Und dann in der Früh, am nächsten Tag, werden die wieder aktiviert. Noch ein weiteres Thema. Und zwar haben mich da viele drauf angesprochen. Und ich sollte es mal erwähnen, ein bisschen Werbung machen. Es gibt mehrere Gruppen. Wieso denke ich an Instagram? Folgt mir auf Instagram, aber das war's nicht. Telegram, genau, wegen dem Gram. Instagram, Telegram. Telegram, WhatsApp und ich glaube Discord gibt's auch. Gibt's da halt verschiedene Gruppen. Da könnt ihr einfach rein. Und dann werden dort Topspawns, 100er, vielleicht 98er, 96er, weiß ich auch nicht genau, gepostet. Manuell natürlich von Menschen, die das entdecken, die dann ihre Pokémon bewerten und zufällig einen 100er entdecken und dann das posten. Und so hofft man halt dann, dass man eine Chance auf einen 100er Kogason hat. Aber ich meine, der Park ist groß. Ich bin da ein bisschen skeptisch, nicht so zuversichtlich, weil ich meine, selbst im Parsing, wenn man am anderen Ende ist, dann schafft man es nicht mal zum anderen Ende, also vom einen Ende zum anderen, wenn jemand 100er schreit oder so. Habt ihr ja gesehen, damals Kangama. Also ich war persönlich nicht dort, ich war ja im Park, aber ich habe Geschichten gehört, dass es unmöglich war, gleichzeitig dorthin zu gelangen. Also man, wenn entweder ist man dort oder ist man nicht dort. Aber trotzdem, kann es nicht schaden. Vielleicht ist es ja ein Stundenspawn oder nicht Lockmodus-Spawn. Dann schafft man vielleicht, man weiß nie. Dementsprechend, Link zum Telegram ist unten in der Beschreibung. WhatsApp werde ich wahrscheinlich nicht posten, weil es da einfach nicht genug Plätze gibt. Also mal schauen, ob ich überhaupt da reinkomme. Habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Und Discord, vermute ich nur, dass die sowas haben. Hat mich aber keiner von Discord oder über Discord was angefragt. Aber ich nehme mal an. Falls irgendjemand was weiß über eine Top-Spawn-Gruppe für Dortmund über Discord, schreibt das unten in die Kommentare. Aber hauptsächlich Telegram wurde mir empfohlen und vorgeschlagen und beinahe sogar aufgezwungen. Weil ich persönlich benutze kein Telegram, deswegen habe ich eigentlich kein Interesse. Aber ich wollte das einfach nur mal erwähnen für alle, die mich darum gebeten haben, dass ich das mal hier erwähne. Für alle, die nach Dortmund fahren. Kann ja nicht schaden. Wie mehr Leute das wissen und benutzen, desto höher ist die Chance, dass ein 100er reingepostet wird. Also check Telegram ab. Und das war's eigentlich von mir. Kurze Info. Oder ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon geht. Könnte auch ein bisschen länger sein. Wir sehen uns in Dortmund. Sprecht mich an. Tauscht mit mir. Habt Spaß. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.